Linke Seite. Linke Seite, genau. Linke Seite weiter. Ah, und die Bücher verschwinden sowieso dann. Die verschwinden sowieso dann. So, gucken wir mal, dass man hier das Ganze endet. Hast du deiner Community eigentlich das ganz neue Projekt von dir vorgestellt? Was denn? Päckchen Home, ich glaube. Das Bartalo RP Projekt. Was willst du damit jetzt sagen? Oh Mann, Junge. Ich dachte, er hat's auf dem Film. RP-Projekt, ey. Genau. Natürlich im LS22 die Community er hatte vor, ein RP-Projekt zu machen. Ja, du bist so ein Schwätzer, du. Der Beste. Beste seiner Art. Ja. Ich glaube, du willst ja irgendwie so Süßes oder Saures haben, ha? Gleich. Oder ich auch nicht sehen. Guckt euch denn an. Was denn? Mhm. Naja, also wie gesagt, wir müssen mal wirklich mal gucken, wie wir das mit dem LKW auf jeden Fall finanzieren, weil wie gesagt, es soll ja eigentlich schon was ein bisschen für Abend sein. Ich hab gerade echt fast meinen Antrag abgefackelt. Ups. Er war auf einmal die Kerze gefährlich nah. Das wäre jetzt aber echt nicht gut gewesen. Och, jetzt schiebe ich den ganzen Scheiß da wieder weg. Ich hasse es. Ich will doch noch ein paar Tonne kloppen. So. Genau wie das. Das ist auch so typisch, dass das wieder nicht funktioniert, ey. So. Ich wusste noch nicht, dass Anträge so ein Papierkram sind. Von was? Das ist ja der absolute Hammer. 37 Seiten. Ja, von was denn für ein Antrag? Bürgergeld. Ach, du liebe Güte. Mhm. Eigentlich ist es total einfach. Also. Ja, super. Du musst halt nur aufpassen. So, wenn sie es wie bei mir machen. Ach, wir haben die Aufträge, den Antrag da verschlampt und da Unterlagen vergessen. Du hast sie gebracht. Bist du so schwer? Also geht doch. Muss noch. Müssen jetzt nur darauf achten, dass wir gleich noch was sicherheitsmäßig da hinten was draufballern. So. Was draufballern, ein rotes Fähnchen dranhängen. Dann passt das, ja. So. Schön, schön, schön. Hier vorne bin ich froh, wenn die mal alle weg sind, ey. Ich bin nur mal gespannt, wie es mit der WhatsApp da aussieht mit der Community, was ich da vorhabe bei ETS. Ob das da klappt.
Ich habe letztens auch für eine Ladung Holz, ne, fast an die 7000 Euro bekommen. Für das bisschen da. Da habe ich ja gedacht, das kann nicht gehen, ey. Kann. Das ist zu brutal, ey. Viel zu brutal. Deswegen, also. Naja. Aber auch gestern, ey, wir haben gestern, meine Freundin ist zum ersten Mal hier im Regen total, haben die Zeitung ausgetragen, ey, ich schwör. Also, das hat mich so geärgert, diesen Kackregen da, gestern. Gestern war heftig. Ja, das war ja... Sowas von keinen Spaß gemacht, ey, also. Nee. Dann war's. Wir haben gestern Geburtstag gefeiert von meiner Mutter. Wir wollten erst, haben wir gesagt, so komm, wir machen das bei uns in der Garage. Wir haben Heizung da unten drin, alles so, ne? Aber das war so am Pissen. Da haben wir gesagt, nee. Ja, das ist schon krass, ey. So, jetzt machen wir auch den letzten da drauf und dann ist Ruhe. Ach, Mist. So. Also ich wollte eigentlich heute noch 5 Stunden LS aufnehmen, aber wenn das halt nur so gerade so wenig ist, ey. So, dann so, dann bringen wir das mal weg. Das darf man bloß nicht umkippen. Ja, ich fahr gleich wieder über den Stein, ey. Pass auf, ey. Nee, das Schöne ist, ich habe ja bei diesem Modelltruck, ja, also ziemlich lange gesucht, bis ich da mal überhaupt was hab. Weißt du, kannst, weil die Antriebsstange in diesem Chassis mit drin, ja, das ist ja auch komplett aus Metall, ja. Also, das kannst du auch mit so einem kleinen Regler quasi, wie schnell er fahren tut. Das geht halt alles über Akku. Ja. Und ansonsten. Und deswegen ist es ja so, bestelle ich mir das halt mal ein bisschen einzeln. Etc. Mal gucken, wie es halt abläuft. So. Jetzt machen wir die Randalbeleuchtung an. Und dann fahren wir mal zum neuen Sägewerk. Ah, schön Herbst, ne? Passt. Das Kaninchen ist auch schon wieder am Randalieren. Justin, beherrsch dich doch einfach mal. Schön. Ja, wenn der Vieh das den Tag rüber macht, ist mir das ja scheißegal, aber der macht das ja auch nachts. Ja. Der dumme Hund. Und dann aber noch mit noch mehr Begeisterung. Das arme Kaninchen, ey. Irgendwann einen vor dem Bug geklatscht und dann ans Ende. Hey. Nacht. So. Wenn er mich wenigstens nachts in Ruhe lassen würde, wäre ja toll. Mhm. Aber nee. Dann meint er dann noch, ich muss ja dann noch mal eben noch richtig einen raushauen. Ja, glaube ich, ja. Drecksack. Naja, war bei meiner Ratten nicht anders. Boah, da könnte ich ausdenken. Aber ich hab die dann immer, ich hab meine Ratten dann immer ins Nebenzimmer reingemacht. Meine Schwester damals, die hatte auch so einen Tick mit Ratten. Die hatte 10 oder 20 Ratten.
Nee, also 5. Ich habe einen großen Vogelkäfig gehabt, der war 1,80 Meter hoch. Und ich habe mir eins geschworen, also wenn ich mir 5 Stück für so viel, das muss reichen. So. Dann machen wir den mal los. Dann passt das. Wunderbar. 24.000. Ja. So. Jetzt können wir nämlich endlich den Kredit da zurückbezahlen. Dann haben wir jetzt nämlich endlich mal Ruhe. So. Ja, die schöne Holzfäller, also das ist schon... Das ist schon krass. So. 110 hat der gekostet, der LKW, ne? 110. Das war auch nicht schlecht. Ich glaube, man bringt dann gerade noch mal eine Fuhre weg. Der einzige Gebrauchte, was wir geholt haben, ist der Trecker hier, ne? Also, auch geil. Gebrauchtwaren-Mod hier. Gebrauchtwaren-Mod. Genau. Wow, den habe ich ja noch für den LS19. Den Mod. Gott sei Dank, ey, dass ich mir da noch die Mods habe. Meine Güte, das war ein Ding, ey. Apropos Justin, wie sieht's denn aus? Hast du mir noch den Witz auf die Lackierung gemacht? Welchen Witz? Was wir letztens hatten. Was war das dann? Ja, es war ganz schön spät in der Nacht, mein Freund. Nämlich ein Bild von von Lieutenant Lazard, ne? Machst eine Sprechblase draus, sagst du, kommen Sie zu uns. Wir haben den effektiven Plan. Auf der anderen Seite dann, wie heißt er? Lazard und, Mette, wie heißt der andere? Proctor, ja. Proctor. Ja, dann sagst du ganz groß hier, wir liefern den B und sie liefern uns den Schiss. ich weiß, der war so flach. So ein Flachwitz, ey. Aber was soll ich sagen? Beschissenes Plan. Das besser, das kann es gar nicht geben. So. Hoppala. Junge, Junge. Aber ich fand's echt schön, die ETS 2 sowas. Hat so Spaß gemacht, also. So einen tollen Spaß hatte ich seit langem nicht mehr gehabt. Also. Ach, komm schon hier. Das war schon. Das war mega. Das war wirklich mega. Ich weiß, dass ich gut bin. So. Ja, da gehen wir mal voll ins Mikro, der Alte da. Ey. So, wie ich habe gehört, da gibt es ein Ausrufezeichen Server oder was? Beim LS? Jojo. Ja. Oh ne, war bei dir auf dem Server verlinkt, ne? Hab ich auch bei mir im Discord drin verlinkt, ne? Ja, ja, guck ich jetzt. Wie gesagt. Ach, perfekt. Halt die Klappe, Katze. Das mal drauf. LS-Com-Server, ja. So. So. Das, weißt du, was das Heftigste ist?
die liebe Keksi, die hat macht am 11.11. einen 12-Stunden-Stream, ne? Das Problem ist aber, da ist das nächste Rennen für vom Humor. Und das Community-Rennen. Das Problem ist allerdings, dass ich jetzt in der Zwischenzeit, wenn wir dann nach den 5 Stunden, werde ich ja mich nochmal da, nach den paar Stunden, war ich noch am Überlegen, was streamen wir denn quasi nach dem LS jetzt hier. Ne? Wir haben schon ein paar Stunden, also 2 Stunden für die Aufnahme haben. Nach dem LS ist vor dem LS. Sagt der Holzmichel. Nee, das Problem ist nämlich, dass ich dann definitiv dann mich mal vertraut machen muss mit der dritten Woche der LFM. Allerdings bin ich gerade echt am Überlegen, wie ich das machen soll. Details. Erzähl mal, was fehlt mir, was fehlt mir, was fehlt mir. Ja, kann sein, dass es für manche ein Update gibt, für manche Mods gerade. Muss halt aufpassen. So. Aber wichtig ist erstmal, dass wir jetzt mal ein bisschen Geld sammeln, weil ich will nämlich dann hier auch ein bisschen Terrafarming betreiben. Ja. Da kommt was Wildes auf den Server. So, hoppala, aus das Ding. So. Naja, auf jeden Fall, ich muss mal echt was für die LFM da überlegen, ey. Was? Gar nichts. Jetzt hol ich wieder was. Dieser Katze, ne? Ja. Ich hätte jetzt eher. Oh nein, verdammt, ich weiß, was wir noch brauchen. Verdammt. Ja. Bretter und lange Bretter brauchen wir für die Schüsse. Ich erinnere mich gerade noch an den Kommentar vom Sus. Wir brauchen nämlich noch Hackschnitzel. Ey. Oh, verdammt, da haben wir was verballert. Egal. Was ist mit dir? Mit mir? Oh. Da fehlt Material. Warte mal, wo hat Material gefehlt? Markierung? Nee. Das wird schon lange. Wir sammeln jetzt erstmal Geld für das Terraforming. Das ist nämlich wichtig. Laminasync. Alter. Was denn? Er ist gerade nur 50% vom Server. Jetzt. Ja, jetzt. Justin betritt den Server. Sarin sich gegrüßt, Meister. Oh, hol den Fan 1050 raus hier. Zack, zack. Kannst du mal unter meinen Schreibtisch weggehen und von meinem Pedal? Ich glaube, es hackt. Alter. Das hätte ich jetzt zu gern auf der Kamera. Junge. Das hätte ich jetzt zu gern auf der Kamera. So. Jawohl. Ja, das erste OMC 2 ist schon draußen. Nö. Gott sei Dank. Jetzt wieder aus dem Lurken.
Kollege sagt zu mir letztens schon, boah, Alter, deine Videos sind schon bei, was OMSI 2 fahren betrifft, bist du schon langweilig. Ich hab gesagt, was soll ich denn machen? Ich fahr lieber. Das ist Prime. Hä? Das ist Prime. Mhm.